Willkommen bei Tyranny, wo Nerads Stimme sich ja verabschiedet hat ins Nirvana, Tunon und Graven Ash sich mir unterworfen haben und ich jetzt den Attentäter Bladden Mark vor mir habe. Sorry für den Cliffhanger gestern, aber die Folge war vorbei und ich hoffe nur, dass ich Bladden Mark auch noch zu meinem Vasallen machen kann. Hoffen wir es einfach mal. Also, nach dem Intro wissen wir mehr. Okay, da, seine Augen huschen zwischen dir und Tunon hin und her, oder was haben die ausgehackt? Adjudicator, Kid. Richter, Kind. Seine Forderung verkündet. Allow this blade to cut to the point. I have an objection or two. List, mein Kumpan, alter Freund, was ist denn das Problem? Gunst und Zorn. Langsam dreht er den Kopf zur Seite und starrt dich mit entschlossener Intensität an. Seine Muskeln spannen sich straff an. Er ist eine Kobra, die zum Angriff ansetzt. Dann aber atmet er scharf ein und die Anspannung weicht aus seinem Körper wie ein Schatten, der sich vor dem Licht zurückzieht. Don't distract me while I'm on the job, kid. Welche Arbeit? Look, it's not like I have a grudge against you. I just Ah, can't ich let habe you nur live Kunst 1. on Kairos' orders. I'm sure you understand. Sie hat es dir persönlich gesagt. Kairos has given me free rein of action to protect the Overlord's interests. The semantics are of little concern to her, though I admit they will greatly affect you. It would appear the court headsman is determined to make his stand. Under normal circumstances, I would curb this behavior with a swift execution. However, we have long since abandoned normalcy. There will be a trial by combat then. Bledenmark's claim against your own. Justice will win out, and the will of the true Overlord will be evident for the living to witness. You may begin when ready, Archon. Ah, er schießt zum Angriff Your vor. trial begins anew, Archon. Prepare to defend your title, your innocence, Dein and Titel, your deine very Unschuld und life. dein Leben zu verteidigen. More tallies to the body count. I got it. Those weapons are nipples on men and useless. Run to your children while you still draw breath. Sorry, I can't. Can't do that. That's fine. That's fine. I don't need that rib subscribe. I'll be filling that one for a bit. Take that!
Oh my. Yeah. Ach, da kommt der olle Blendenmark wieder. Der Archont zu Boden. Er hustet Blut, das so schwarz ist wie die Schatten, die ihn umwabern. Er fasst sich an seine zerschmetterte Brust und grinst. Look at you. The surprise of a lifetime. Er keucht, das Blut in seinen Lungen lässt ihn ertrinken. Das Licht in seinen Augen verblasst, aus seinen Pupillen sickert Schwärze, die sich ausdehnt und die ganzen Augen verdunkeln. Ein bedeutungsvoller Blick wechselt zwischen euch beiden, seine Finger graben sich in den Boden. Don't die too easily. Won't look good for me. Master, if you'll join me upstairs. I will pledge fealty to you in the lawful manner. Gesetzmäßigerweise Lehnstreue schwören. Okay. Du hast Blendenmark besiegt. Da war wohl nichts zu machen. Schade, ich hätte ihn gerne. Hätte ihn gerne auch unter mir gehabt, aber da war wohl nichts zu machen. Ja, nichts zu machen. Aber ich raste trotzdem einmal, um Sirins Verwundung zu heilen. Archon, change has come to the Tears. And in time, it will reach the Empire itself. You are the agent of that change, and even I could not have predicted what impossible heights you would reach. The time has come to take up the gavel and usher in a new age of structure and law to the Tears. You will henceforth define justice for the rest of us. I will follow your lead and endeavor to follow your design. As the ruling Archon of the Tears, I submit to your authority and thank you for bringing order out of chaos. Go and represent the strength of law. Be the example the Tears require, the force that keeps them together, and the hope for their future under one rule. Let your justice know no mercy but that which you impose. Civilization itself will bend according to your design. Never forget this.
I am grateful to stand in your loyal service, Archon. But there is a shadow over these proceedings. Nun betrachtet dich zögernd und plötzlich furchtsam. Though you have proven yourself greater than the other Archons, Kairos is not satisfied. She sends a legion of expert soldiers marching on the Tears as we speak, their war songs calling for your death. Power begets power. A demonstration aimed at Kairos herself would give her a reason to regroup and consider her options. It would have to be a display of incredible proportions. Yes, destruction on that scale might serve your purpose. The North will tremble under your forceful hand. Return to the Mountain Spire and see your will given shape and consequence. Show Kairos the face of true power. Ja, super. Kairos marschiert gegen mich. Das war ja irgendwie abzusehen. Dass das Reich Kairos Drohung war, gemacht hat. Armeen wurden aus dem Norden mit nur einem Ziel im Marsch gesetzt, der totalen Vernichtung der Stufen. Okay, boah, jetzt wird's echt tricky. Ich werde es noch bedauern, dass Bladenmark nicht an meiner Seite ist. Schattenbindung. Okay. Abwehr und Präzision sinken. -10% erlittener Schadenstyp beliebig. -10%, okay. This will be fun. Frag mich, ob man Blättenmark hätte doch noch bekehren können. Aber gut, passiert ist passiert. Thank you.
Verkünde ein Edikt gegen das nördliche Königreich. Die Energiewellen, die vom Turm ausgehen, ziehen dich nach vorn und rücken deinen Körper und Verstand in die gierige Umarmung des Turms. In der Mitte dieser Flut steht der Resonator. Ja. Von hier, dem höchsten Punkt auf der Halbinsel, könntest du deinen Willen weit nach Norden über die Grenzen der Stufen hinaus projizieren und dein Edikt sogar bis in die Lande des Nordreichs wirken. Ask such a thing. I can't possibly make such a far-reaching decision. I'm sorry you have more options than you have convictions. Nur weil du Feuer und Asche auf sie alle niederregnen lassen kannst, musst du das nicht tun, oder? Ich sage es ungern, aber du willst doch nicht, ja, ich sag es, über eine leere Einöde herrschen, oder? Ich soll einen Vorschlag machen, wie du am besten eine ganze Nation auslöschen kannst. Nein, Schicksalsbinder, diese Entscheidung überlasse ich dir. Ich wusste, dass wir im Vendriensbrunnen unseren letzten Kampf ausfechten würden. Ich dachte nur, weil wir alle elendig sterben würden. Wer hätte schon ahnen können, dass der Archont der Stufen uns retten würde? Also, hast du kein üppiges magisches Schauspiel für den Oberherrn vorbereitet? Ich bin schon ganz nass vor Vorfreude. Das ist für uns alle Neuland. Von vor dir hat noch nie jemand dem Oberherrn einen direkten Schlag verpasst. Gib dein Allerbestes. Hoffentlich macht es dir nichts aus, wenn ich mich zurückhalte und mir Notizen mache. Es ist unglaublich, das, was du vollbracht hast, um es an diesem Punkt zu schaffen. Ich glaube, du kannst es noch weiterbringen und ich will es an deiner Seite miterleben. Du bist als Erster nicht versucht, mich so zu verbiegen, wie es deinen Zwecken dient. Das werde ich dir nie vergessen. Also bringen wir zu Ende, was wir begonnen haben. Das wird der Öffnungsschlag. Vielleicht werden die Stufen das Nordreich erobern. Wir werden die Fähigkeiten zeigen. Das wäre ein Konter für die Ewigkeit. Ginge es nach mir, würden wir über die Angelegenheit debattieren, bis Kyros Truppen vor uns stehen. Du solltest sie sputen. Der Turm erwartet deine Befehle. Okay, da ist das Nordreich. Komm, machen wir diesmal das Edikt der Stürmer. Damit wir nicht schon wieder das Gleiche nutzen, ne? The tears have been conquered, unified at last under a single banner. Your edict brings devastation and ruin to the Northern Empire. Some believe the edict to be Kairos's work. Others hope or fear that this edict comes from a new voice. Kairos's forces withdraw from their march upon the Tears, as they are sent into disarray by your edict. You have brought order to the Tears, uniting the realms with the disfavored Legion, enforcing your will. The Overlord's conquest of the known world has come to a halt.
and the whisper of a challenger to Kairos's power slowly spreads throughout the land. Das Wirken des Edikts der Stürme bringt Zerstörung über die Hauptstadt des Nordens. Die Winde verstärken sich in ein plötzliches Tosen, werfen arglose Einwohner in die Luft und schmettern sie in den Schutt eingeebneter Gebäude. Flüchtlinge aus der jetzt unbewohnbaren Stadt werden in notdürftigen Siedlungen aufgenommen. Nur eine Frage wird von den Überlebenden gestellt. Warum ließ der Oberherr dies zu? Als das Chaos im Nordreich ausbrach, erhielten die gegen die Stufen marschierenden Armeen einen beispiellosen Befehl. Die Armeen sollten zur Hauptstadt zurückfallen und ihre Bevölkerung vor dem Edikt beschützen. Zum ersten Mal während Kyros großer Eroberung zogen sich die Armeen zurück. Schon bald wurden überall im Land hinter vorgehaltener Hand Fragen darüber gestellt, welche neue und schreckliche Macht wohl aufgetaucht war, die den Oberherrn in Zugzwang bringen konnte. Du hast Kyros Erlass erfüllt und die ganzen Stufen werden nun von einem einzigen Archonten regiert. Deine ehemaligen Rivalen haben sich dir entweder unterworfen oder sind dahingeschieden. Damit wurde der Bürgerkrieg beendet. Der Scharlachrote Chor mag zwar viele Mitglieder gehabt haben, aber das hielt dich nicht davon ab, sie sorgfältig zu zerstreuen. Du schlugst den Kopf der Schlange ab und sandest jede Bande in das Chaos zurück, das sie gesät hatte. Wie sich die übrig gebliebenen Mitglieder der Horde beschäftigen, ohne in einen Krieg kämpfen zu dürfen, wird zum Stoff für Albträume. Niemals wurde von den Geschmähten geglaubt, dass sie sich unter einem anderen General versammeln würden. Aber indem du Graven Ash für deine Sache gewonnen hast, hast du das Nächstbeste erreicht. Du kontrollierst den Archonten und machst dir so die Stärke des Nordreichs zu eigen. Du führst eine neue Befehlskette in ihren altmodischen Regimentern ein und setzt dich selbst an die Spitze. Die Siege der Legion sind mittlerweile unzählbar und deine Soldaten bereiten sich mit Entschlossenheit auf die kommende Vergeltung vor. Unter deiner Führung wurden diejenigen besiegt, die sich der Eroberung widersetzten und Zwietracht sehnten. Ihre Rebellion wurde damit ein für alle Mal beendet. Sollte sich noch jemand fragen, wer die Stufen nun beherrscht, wird er seine Antwort in den Spuren finden, die du in der neu aufgebauten Nation hinterlassen wirst. Die Kunde deines Erfolgs verbreitet sich bis über die Stufe hinaus. Sogar in den entlegensten Winkel des Reichs wird vom Schicksalsbinder geflüstert, der Aufstieg, um ein Archont zu werden. Ein Archont, dessen Einmischung die Eroberung zerschlug und damit den Weg zu einer neuen Zukunft für die zerrüttete Nation ebnete. Du hattest nie die Weisung, die Stufen unter dem Banner der Geschmähten zu vereinen und dennoch ist dir dies auf bewundernswerte Art gelungen. Du hast die Armeen des Oberherrn unter deiner Herrschaft zusammengeführt und die Stufen auf ihren Platz in der neuen Ordnung vorbereitet. Dieselben Menschen, die sich einst während einer Belagerung Flüche entgegengeworfen haben, lernen schnell, sich selbst als Teil eines größeren Ganzen zu sehen. Ein Ganzes, das über ihre bescheidenen Grenzen hinausreicht. Da das Edikt des Steins aufgehoben wurde, beruhigt sich die Erde im Steinmeer, sodass alle denken, dass das Reich von Asur wieder zu seinem früheren Glanz zurückkehren würde. Aber das Ritual, das vollzogen wurde, um das Edikt zu beenden, zerstörte das Land so sehr, dass nichts mehr wachsen kann, egal wie viel Mühe hineingesteckt wird. Mit viel Hingabe sind manche in der Lage, kleine Setzlinge anzubauen, aber nichts wächst daraus. Die Erinnerung an Shern als große zerstörerische Kraft bleibt als Monument aus leblosem Fels bestehen. Die meisten stimmen zu, dass die Welt ohne den Archonten des Steins besser dran ist. Und das Volk von Azur macht sich daran, das Land, das einst von seiner Macht auseinandergerissen wurde, langsam zurückzugewinnen. Als stärkster und ältester Stamm ihrer Art ist der Tod der Steinpirscher ein schwerer Schlag für die Tiermenschen. Durch sein Verschwinden kommen zusätzliche Jahrhunderte von alten Traditionen abrupt zum Stillstand. Die Stämme in der Gegend erholen sich nie von diesem schrecklichen Verlust. Da Sherns Essenz bewahrt wurde und das Land von Asur für immer verflucht ist, kehren die Erdhexen zu den Geschmähten zurück. Ihr Ruf ist zwar nicht mehr so gut wie in vergangenen Zeiten, aber dass sie dem Scharlachroten Chor einen so entscheidenden Schlag zufügen, indem sie ihm seiner Hauptnahrungsquelle beraubten, hat ihn wieder den Respekt der Legion eingebracht. Die Erdhexen werden wieder in die Ränge der Geschmähten aufgenommen und werden wieder Teil der Armee, die bei der Unterwerfung der Stufen half.
Da die Ungebrochenen so gut wie vernichtet sind, droht die ehemalige Bevölkerung des unbeugsamen Landes in die Gesetzlosigkeit abzugleiten. Kyros-Streitmächte in Wachplatz schaffen es, die schlimmsten Aufstände niederzuschlagen. Dem Frieden jedoch, der von der neuen Führung der Nation gebracht werden sollte, wird sich bei jeder Gelegenheit widersetzt. Amelia kehrt mit ihrem Sprössling der ehemaligen Erbin des unbeugsamen Landes in Gravenesh Festung eher eine Feste zurück. Ihre Gegenwart verunsichert die Geschmähten, die nicht wissen, was sie von dieser Person halten sollen, die durch die Umstände zu einer Verräterin wurde. Wie sie sich in der Zukunft, die du für Teratus geschaffen hast, behaupten wird, bleibt ihr selbst überlassen. Obwohl es einige Zeit dauern wird, bis sich das Land von der Verwüstung des Edikt der Stürme erholt, beginnt das Klingengrab seinen langsamen Weg zur Heilung. Das Reich des unbeugsamen Landes wird vielleicht nie wieder seine frühere Pracht erreichen, aber es ist nicht so zerstört, dass nichts Neues und vielleicht sogar Besseres aus den Knochen seiner Vergangenheit gebaut werden könnte. Die Blutlinie der Regenten ist nicht mehr. An ihrer Stelle ist Platz für neue Traditionen und Vermächtnisse. Du hast den Scharlachroten Chor eliminiert, der die Truppen der Geschmähten in der Velum-Zitadelle plagte und dir einen Weg bis zum Archiv der Stille freigeschlagen. Anstatt es wie von Graven Ash gewünscht zu zerstören, hast du dich entschieden, es für dich zu behalten. Da du erkanntest, dass das Wissen der Schriftrollen in deinen Händen viel nützlicher ist. Indem du das Archiv der Stille von seinem Podest nahmst und den Bewahrungszauber, der die Velum-Zitadelle aufrechthielt, unterbrachst, verursachtest du den Einsturz des größten Aufbewahrungsortes von Wissen in Teratus. Die Welt wird das wahre Ausmaß des Verlustes nie erfahren. Die Weisen wurden fast vollständig vom Antlitz der Stufen gefegt. Wer von ihrem gesammelten Wissen übrig blieb, ist fragil und könnte ebenso gut missbraucht wie zerstört werden. Der Schaden, der den intellektuellen Herzen dieser Region zugefügt wurde, lässt sich wahrscheinlich nicht mehr rückgängig machen. Obwohl kleine Gruppen von Möchtegern-Gelehrten ab und zu Einfluss gewinnen, ist der Rückschlag letzten Endes zu schwer, um ihn zu überwinden. Ohne deine Hilfe wird die kleine Garnison von Kyros-Truppen mit Leichtigkeit von der Bronzenbruderschaft, die Siedlung zurückerobern wollen, überwältigt. Sie verliert unter der Herrschaft der Bronzenbruderschaft an Stabilität und was einst ein blühendes Wirtschaftszentrum für die Stufen war, degeneriert schnell in eine gesetzlose Stadt, in der sich Söldner und Verbrecher tummeln. Der Ort Bastardwunde zieht sich so unauffällig in den Nebel der Geschichte zurück, wie er aus ihnen emporgestiegen war. Die Späher, die du zum Erforschen der Tiefe losschickst, berichten dir von einem flachen, stillen Höhle. Der Eingang zu den Altmauern ist mit Felsbrocken und grob bearbeitetem Geröll versperrt. Du erfährst niemals, was aus der kleinen, aufrührerischen Gemeinschaft wurde, die dort unten in der Dunkelheit entstand. Indem du ein Edikt auf Vendrins Brunnen wirktest, hast du der Welt deine Macht kundgetan und Kyros Streitmächten gezeigt, wozu du fähig bist. Als du ihren Anführer besiegtest und die Armee von dir zerschlugst, war dies eine Nachricht an Kyros, die Nachricht von der Geburt eines neuen Archonten. Obwohl das Edikt sich auflöste, wird sein Effekt für immer als die erste wirkliche Bedrohung für Kyros Herrschaft wahrgenommen werden. Graven Ash führt weiterhin die Geschmähten an, jetzt aber unter deinem Kommando. Zuerst sperrt sich der alte General gegen deine Anweisungen, mit der Zeit aber lernt er deinem Urteil zu vertrauen, ohne es in Frage zu stellen. Im Zuge dieser Zusammenarbeit bringt ihr dringend benötigte Ordnung in die gesetzlosen Stufen. Im Zuge des Todes von Nerads Stimme verbreitet sich die Freude über die blutige Rache auf dem ganzen Kontinent. Dieser Anlass wird von allen, die unter der Unterdrückung des Scharlachroten Chors gelitten haben, als Tod des größten Parasiten der Geschichte gefeiert. Trotz des Sieges nagt ein Gedanke an dir. Obwohl du Zeuge seines Todes warst, drängt sich dir immer wieder die Frage auf, ob Nerads Stimme mit dir fertig ist. Tunon, der Richter, spricht weiterhin Recht von seinem Sitz in der Bastardstadt aus. Er folgt den Gesetzen, die du erstellst, bis ins letzte Detail und erteilt Rat bezüglich jeglicher kleinsten Änderungen, die du mangels Zeit oder Geduld nicht aufgesetzt hast. Ohne seine Hilfe wäre die Aufgabe, die Ordnung in den Stufen aufrechtzuerhalten, nahezu unmöglich. Der Tod von Bledden Mark befreite die Welt von einem erstklassigen Mörder. Ein Schauermärchen weniger ist kein großer Verlust. Dennoch ertappst du dich immer wieder dabei, wie du im dunklen Ecken eines Raumes blickst und dich beobachtet fühlst. Bledden Mark wird immer einen langen Schatten auf dein Leben werfen.
Nicht zufrieden damit, sich auf den Siegeslorbeeren auszuruhen, positioniert sich Barrack in der Basis deiner Anhänger, organisiert Truppen nach ihren Stärken und stellt sicher, dass alle ihren Teil beitragen. Seine Rüstung umschließt ihn weiterhin hartnäckig wie eh und je, aber er trägt sie jetzt mit geraden Rücken und leichteren Schritten. Eine Gruppe von loyalen Gefolgsleuten im Lager poliert seine Platten jeden Morgen, sodass sie ordentlich glänzen. Und der Gestank, der aus seinem Visier dringt, hat sich weitgehend verflüchtigt. Tapferkeitsmedaillen zieren seine Brustplatten. Und manche seiner leidenschaftlichen Anhänger drapieren Blumenketten um seinen Schulterplatten. Das Leben meint es gut mit dem riesigen Soldaten. Lyra lässt sich in dem relativen Frieden, der deiner Eroberung folgt, treiben. Sie kehrt ins Feld zurück und macht junge Frauen von ländlichen Gemeinschaften ausfindig. Sie gibt ihre Kampfkünste nur an die leidenschaftlichsten weiter. Nachdem sie zahllose Frauen ausgebildet hat, folgt sie dem Beispiel von Nerads Stimme und formiert eine eigene Armee. Die herzlose Schwesternschaft. Lyra ist eine strenge Lehrerin und du nimmst ihre Dienste oft in Anspruch, im Vertrauen darauf, dass sie jede Aufgabe annimmt, bei der es Blut zu vergießen gilt. Lentry hält weiterhin ein wachsames Auge auf dich und führt seine Berichte, deinen Taten und Errungenschaften fort. Er wird seiner Aufgabe nie müde, die Chronik mit Geschichte und Wissen zu füllen und folgt dir bis an seinen Lebensabend. Gemeinsam lernt ihr viel über diese Welt. Du gibst von Lentrys schwindender Stärke nicht zu bemerken, obwohl du dich dabei erwischt, dass du mitten im Satz stockst, damit er beim Schreiben mitkommt. Er ist sich deiner selbstlosen List gewahr und schätzt sie im Stillen. App bleibt in deiner Gesellschaft, wo sie vielversprechende Rekruten unter deinen Anhängern ausfindig macht. Nachdem sie manch offensichtliches Talent erkannt hat, nimmt sie sich einer Gruppe von Lehrlingen an und formt eine neue Schule von zukünftigen Gezeitenwirkern. Obwohl sie des Öfteren darüber scherzt, dass die Schule mit ihr am Ruder nur untergehen kann, denken ihre Schüler anders von ihr. Und das tun auch die Dutzenden von Hoffnungsvollen, die an ihre Tür klopfen und um ihre Anleitung bitten. Da sie keinen Wunsch hegt, in der Gesellschaft von Menschen zu bleiben, kehrt Töte im Schatten in die Wildnis zurück und sucht nach ihresgleichen. Sie entdeckt einen ausgemergelten Gemeinschaft von Tiermenschen, die aus dem reichen Hafen und dazu geflohen waren, nur um von Kyros Streitmächten versklavt zu werden. Aus diesem Deserteurgesinde formt sie einen Stamm, um in ihrem Nomadenleben respektieren die Tiermenschen weder Grenzen noch Gesetze. Sie plündern Dörfer und Karawanen, wann immer sich die Gelegenheit bietet, ergötzen sich an der Beute und brüsten sich damit, den Bund mit der Menschenwelt getrennt zu haben. Obwohl ein großes Kopfgeld auf den Stamm ausgesetzt ist, kann kein Mensch die Jagd auf seine Anführerin überleben. Da jetzt die Bedrohung einer Kontrolle durch den Oberherrn verschwunden ist, hat Sirin Probleme, mit ihrer Freiheit klarzukommen. Schlussendlich kommt ihr der rettende Einfall und sie bereist die Stufen, um kleine Dörfer zu besuchen, die durch Kyros Besetzung verwüstet wurden. Sie singt für die ängstlichen und verletzten Dörfler, hebt ihre Stimmung und mildert ihre Ängste. Die Reue ihrer Mitbeteiligung an dem Schrecken, die vom Scharlachroten Chor auf die Welt losgelassen wurde, spornt sie an und ihre Wunder werden immer eindrucksvoller. Die Gefolgschaft des Singvogels wächst und bringt ganz Teratus die Kunde von Frieden und Harmonie. Obwohl du einst Kyros die Treue erklärt hast, glaubst die Allgemeinheit, dass die Welt für zwei Oberherren zu klein ist und dass du jetzt eine Bedrohung für die etablierte Ordnung darstellst. Das stürzt deine Zukunft ins Ungewisse. Eines steht jedoch fest: Wenn Kyros Vergeltung üben will, wirst du bereit sein. Von deinem Sitz auf der Spitze des uralten Turms kannst du das Nordreich hinter den Bergen erahnen. Auf dein Kommando ertönen Signalhörner triumphierend über das Tal. Sie verkünden das Ende eines langen Feldzuges und läuten den Beginn eines neuen ein. Und das war Tyranny. So, die Folge ist ein bisschen länger geworden als geplant. Und ich würde einfach mal sagen, wir lassen das jetzt mal eben im Schnellformat hier durchlaufen. Und ja, dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Tyranny. So, und damit würde ich sagen, bis morgen und wir schauen mal, was dann kommt. Ciao, ciao.